S, stopp die Aufnahme und spielen bitte den Teil, wo wir abkacken. Ich glaube, der wird legendär. I grind all day, rap so good, but I get so paid. I ain't from the hood, but I've had bad days, so I smoke all day to avoid all the pain. Management said I should sound OG. Herzlich willkommen, da sind wir wieder. Neue Folge Buben Trash Talk. Let's go. Es ist gay und du weißt es. Man beachte, dass der Unterarm 100% flüssig in die Hand reingeht. Also da gibt's kein Handgelenk, gar nichts. Das gibt's nicht. Jetzt hör doch mal auf, Mann. Das ist echt gemein. Ja, kriegen wir wieder einen Arsch. Ja. Schön, mach keinen Scheiß. Nein! 100% Hundekacke, einmal incoming. Wer sich lachen nicht verkneifen kann. S, du hast auch noch nichts Nennenswertes gerissen in den zwei Spielen heute. Außer doch, der S hat letztlich sein Kondom im Ernst Arschhaut. Gerissen. S, das darf später dann gerne mal aus der Aufnahme geschnitten werden. Lass es drin. Aber... Okay, pass auf, dann wir waren ja letztens mich, weg. Schick. Ja, bin doch dabei, geht nicht. Ja, ich merk's. Wir waren letztens in der Stadt weg, ne? Und Mitbewohner XY hat halt gerade irgendeine Tante angebaggert oder so. Aber auf jeden Fall habe ich dem oder derjenigen erzählt, dass er nur 9 normale Finger hat und sein rechter Zeigefinger ist 4-mal so lang wie die anderen und er kratzt sich dann immer, er hat immer die Hand so in der Hosentasche und es sieht halt keiner, weil keiner denkt, ja, er räumt mich einfach voll weg und das sieht ja keiner, weil keiner denkt, dass der rechte Zeigefinger 4-mal so lang ist wie die anderen. Bin ich genial, finde ich kratzt genial. Kratzt er sich immer so am Arsch, während er mit den Leuten... Oh, schön. Und sofort gibt's Zug zum Tor. Also, wie schnell soll er sein? Wie schnell soll er sein? Hä? Weißt schon, wenn der Zehner halt hochgradig eigensinnig ist, funktioniert das Spielsystem schon nicht. Der linke Flügelspieler, der darf mal, der muss vielleicht sogar auch manchmal einen Skill machen, der nicht funktioniert, damit er seine Lehren ziehen kann. Was ist das für ein... beschissen Eierfußball. Es, wir haben das ja eh auf Video, dann zähl bitte mal mit, wie viele Pässe am Stück bei uns ankommen. Es ist eher scheiße. Ist eher... beschissen. Ja, vielleicht, ganz ehrlich, ich jetzt so nach dem zweiten, dritten Mal, glaube ich ganz ehrlich, die nehmen uns nicht ganz ernst als Gegner. Glaube ich auch. Sollten wir mal aufdrehen und ihnen zeigen, wie richtiges 0-0 geht, oder? Ja. Ist das so traurig? Wieso? Wieder aufdrehen. wieder S kurz ins Bad rüber geht und Wasserhahn aufdreht. Oh, Bombengrätsche an der Stelle. So, jetzt gehen wir mal hier Vollgas. Spiel ihn. Ja. Kein Verständnis für eine Ballstaffette, der Junge. Der halbglatte Jeremy guckt auch nur zu, hier mit der Nummer 30, wie er hinterher sprintet. Wisst ihr, was bei uns so unscheißes Abwehrtraining ist? Die laufen nicht, sondern die lernen nur, wie sie ganz schnell die Hand heben, um Abseits zu reklamieren, wo gar keins ist. Ja, erstens das. Und zweitens hätte ich den spielen können. Und drittens, das müsst ihr mal ein bisschen beobachten. Sie traben dem Gegner hinterher und dann erkennen sie, dass er 5 Meter weg ist und dann sprinten sie wie Usain Bolt wieder 5 Meter, aber nur, dass es gerade so reicht. Amstel. Pass auf, jetzt wird gleich wieder reklamiert. Der Ticket. Alter, gibt er. Sophie weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll, wenn ich gerät scheiße rein. Ich schwöre, ich halt auch. Und rot. Und rot. Auf Wiedersehen. Wie zum Teufel! Ist das gelb? Er kam, bitte S, lass es nochmal abspielen, du kamst in den Bildschirmrand grätschend rein. Oder weinen soll und ich grätsch da so rein. Du hast gar keinen Auftrag, du Stück Scheiße, Alter. Nur weil der Mann und der Rover dich gepackt haben und angeschoben haben und bei 3 losgeworfen haben. Weil die anderen beiden Kindsköpfe auch wieder keinen Auftrag haben. Wie kann man so fett sein? Guckt euch diesen Unterarm an, Alter. Das gibt's nicht. Ich muss das jetzt nochmal studieren.
Guck dir das mal an. Was ist daran? Wow. Schaut lieber nochmal in die Buben kurz, weil das, was ich reingeschickt habe, ist vielleicht nochmal ein Stück lustiger als das Gesicht. Das glaube ich nicht. Doch, guck. Die Uhr. Und das, ey, ist ohne Handgelenk. Sie hat kein Handgelenk, kein Hals. Fette Knacker, Alter, das brauchst du. Halt echt, jetzt ist es raus. Richtig fett skräuchert's, Alter. Mit allem musst du zugehören. Alter, die, wenn du auf eine Brotzerplatte legst, da wird die ganze Familie sein. Was soll das reden? Ich, die ganze Straße. Da wird der ganze Betrieb bei der Weihnachtsfeier sein. Ich schwöre, die haben so kräftig gemästet. Alter, wenn du einfach unter so eine Schweinehorde stehst, ich hab keine Unterschiede. Weißt du noch, wie ich in der Massephase immer aus so Salatschüsseln gegessen hab? Alter, die hat aus dem Trog gefressen. Alter. Wie sie, Alter, die, wie sie, die Mutter, die kann mit der Tante nur noch zur Metro fahren, Alter, woanders will Alter, ich mich finden. Wie sie die anderen Schweine ankläfft, Alter, weil ich fast zu viel. Du Spaß. Und die knurren nur so richtig. Die ganze Horde weicht zurück. Alter, ich schwöre, das gibt's nicht. Und ein mutiges Ferkel wagt sich nochmal einen Schritt näher an Drogen und kriegt einfach den Oberkörper abgebissen. Alter, das ist eine richtige Sau, ist das, Alter, aber nicht im guten Sinn. Alter. Ist das gemein? Ich bin durst. Hey, ich hab nichts mehr zu trinken. Hilfe, Mutti. Scheiß. Ich muss jetzt noch zu trinken, Alter. Jetzt noch ein Tor, das ist ja Wahnsinn. Verschreiß nicht. Ja, da ist es. Das gibt's doch nicht. Da bin ich wieder. Aber muss ja keiner wissen, du cuttest einfach so ein bisschen hier und da zurecht, dass es aussieht, das hat mir Mörder-Spiel gemacht. Ja, oder es ist einfach Top-Comment mit 346 Likes. Ich wundere mich, wie die Jungs bei der Scheiße, die sie labern, noch 1:1 spielen können. Ja, Wahnsinn. Hoch die Hände, ja, oder? Bumm. Wochenende. Ah, Männercoin. Doppelpiece an Hans Entertainment. An der Stelle, ich feier dich, Digga. Do I really wanna get this high? Do I really wanna write these rhymes? Do I really wanna be a fucking sellout?